Neue Klänge können wir gleich entdecken. Der schwedische Komponist Daniel Nelson hat für Martina Slewickis, das Bundesjugendorchester und die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ein Auftragswerk komponiert. The Ghost Machine Treatise, die Abhandlung zur Geistermaschine. Und bei dieser Geistermaschine geht es um den amerikanischen Erfinder Thomas Edison. Der wollte eine Maschine bauen, die Geister aufspürt. Und Nelson schreibt dazu, da alles aus Materie und damit aus Energie besteht, dachte Edison, wenn er eine Maschine bauen würde, die den Fluss von Protonen aufspüren könnte, wäre das der erste Schritt zur Kontaktaufnahme mit den Toten. Ich interessiere mich sehr für diesen Querschnitt zwischen der mechanischen, elektrischen, spirituellen Welt. Lewickis versteht das Ganze so, dass das Orchester die Maschine ist, das Akkordeon steht für die spirituelle Präsenz der Geister und der Parallelwelt und dann gibt es zusätzlich noch so eine Art Continuo-Gruppe, die als Bindeglied zwischen Orchester und Solist fungiert und für die elektrische Energie stehen soll. Die Bläser haben jetzt gerade noch mal nachgestimmt. Der Umbau ist abgeschlossen. Wir können also gespannt sein. Jetzt kommen Martina Slewickis und Clemens Schuld. The Ghost Machine Treatise von Daniel Nelson.
Thank you.
Jubel und Bravos für Martinas Lewitzkis Akkordeon und das Bundesjugendorchester unter Clemens Schuld. Das war The Ghost Machine Treatise, die Abhandlung zur Geistermaschine. Ein ganz neues Stück des Schweden Daniel Nelson.